Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Error Planet hier bei uns auf Jungle Drum Radio. Nach längerer Pause geht's nun endlich wieder weiter mit unserer Sendereihe und Themen gibt's mehr als genug. Zum Beispiel das Verhältnis des aufstrebenden Chinas zu Deutschland. Auch wenn dies gewissen Kreisen jenseits des Atlantiks nicht gefallen dürfte, hält China uns hier in Deutschland nach wie vor die ausgestreckte Hand hin. Mehr dazu im Interview mit Xi Mingde, dem chinesischen Botschafter in Berlin. Und dort werden wir auch ein neues Generalkonsulat eröffnen. Kann man dann so interpretieren, dass China und Deutschland eine spezielle bilaterale Beziehung zueinander unterhalten? So eine spezielle Beziehung werde ich nicht bezeichnen, aber es liegt klar auf der Hand, dass die deutsch-chinesische Beziehungen so beispielhaft sind für die chinesisch-europäischen Beziehungen. Deshalb betrachten wir die chinesischen deutschen Beziehungen als auch einen Bestandteil der chinesisch-europäischen Beziehungen. Auf der politischen Ebene herrscht eine große Intensität auf höchster Ebene. Frau Merkel hat 6-mal China besucht und es könnte sein, dass sie in diesem Jahr zum 7. Mal nach China reist. Und in der ersten Hälfte des Jahres kommt unser Staatspräsident zu einem Staatsbesuch nach Deutschland. Im Herbst wird unser Ministerpräsident Li Keqiang nochmal nach Berlin kommen, zwar zu den dritten Regierungskonsultationen zwischen China und Deutschland. Und andererseits spielt die wirtschaftliche Beziehung eine sehr große Rolle. Der Handel zwischen China und Deutschland macht ein Drittel zwischen China und EU-Handels aus. Und so groß wie zwischen China, Frankreich, Großbritannien und Italien zusammen. Und Herr Botschafter, zum Schluss können Sie noch einige Wörter dazu sagen, in welchem Bereich die beiden Länder zukünftig die Zusammenarbeit und den Austausch weiterbauen können? Ja, bei den wichtigen politischen Gesprächen, sowohl mit dem Bundespräsidenten als mit der Kanzlerin, werden beide Seiten Prioritäten für die zukünftige Zusammenarbeit zwischen China und Deutschland mindestens für nächste 5 oder 10 Jahre festlegen. Ich gehe davon aus, dass die Bereiche wie Urbanisierung, Informatisierung, Industrialisierung und moderne Landwirtschaft die Schwerpunkte bilden werden, wobei wir auch einen großen Wert darauf legen, im Bereich Umwelt, energiesparende Technologie, weitere Projekte zu vereinbaren und zu unterzeichnen. Es ist vorgesehen, dass auch bei dem Besuch wichtige politische, diplomatische und wirtschaftliche Verträge unterzeichnet werden können, die auch neue Weichen stellen werden für die zukünftige Zusammenarbeit zwischen China und Deutschland. Ganz herzlichen Dank, Herr Botschafter. Bitte.
So ganz, ganz langsam beginnt sich die Erkenntnis durchzusetzen, dass es in Ländern mit extremer sozialer Schieflage auch den Reichen schlechter geht. So lebt ein skandinavischer Durchschnittsverdiener in der Regel länger und glücklicher als ein Superreicher in den USA. Andererseits sind Menschen mit niedrigem Einkommen, Bildungsniveau und Berufsstatus nicht nur häufiger von Krankheiten und Beschwerden betroffen, sie haben zudem eine weitaus geringere Lebenserwartung. Dr. Timo Kolja-Pförtner ist wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für medizinische Soziologie in Halle und dort spricht er heute Abend bei einem Vortrag der Heinrich-Böll-Stiftung und zwar über die Ursachen des sozialen, aber eben auch gesundheitlichen Gefälles in unserer westlichen Welt. Unseren Dank an Radio Korax. Im Grunde, das ist das, was ich sozusagen im Tagesgeschäft untersuche, ist, wieso der sozioökonomische Status, das heißt Bildung, Beruf und Einkommen, mit der Gesundheit zusammenhängt. Und hier werden im Wesentlichen drei Faktoren genannt. Das ist einmal das Gesundheitsverhalten, einmal Stress, Stress am Arbeitsplatz, Stress, der beispielsweise aus der finanziellen Belastung resultieren kann, und eben die unmittelbaren materiellen Lebensbedingungen. Hierzu gehört beispielsweise Zugang zum Gesundheitssystem. Und solche Faktoren sind es, die in Interaktion zueinander auf die Gesundheit wirken, wobei es auch neue Ansätze gibt, die sagen, dass insbesondere auch der Lebenslauf, also die Erfahrungen, die man im Leben gemacht hat, auf die Gesundheit, auf die spätere Gesundheit wirken. Dann stellt sich da die Frage zum einen nach Ursachen, zum anderen auch, wäre so der erste Eindruck, dass sich das vielleicht auch von Krankheit zu Krankheit unterscheiden. Das lässt sich das so pauschal sagen? Ja, wäre die eine Frage. Die andere, was sind denn Ursachen für eine solche Diagnose? Ob es sich pauschalisieren lässt, das ist eine gute Frage. Allgemein gesprochen, ja schon. Also wir sehen es fast für alle Krankheiten, sehen wir soziale Ungleichheiten. Es gibt, glaube ich, eine Ausnahme, das ist Asthma, da sehen wir es genau umgekehrt. Hier sehen wir, dass sozial Bessergestellte weitaus häufiger unter Asthma leiden. Ansonsten, sei es nun chronische Krankheiten oder andere, sehen wir soziale Ungleichheiten in der Gesundheit zu Ungunsten sozial Benachteiligter. Die Ursachen liegen meistens eben in der Gesellschaft selber. Das heißt, dort, wo Bildung, Beruf, Einkommen ungleich verteilt ist, treten fast automatisch auch gesundheitliche Ungleichheiten auf. Das heißt, die Frage, welche Rolle dann hierbei das Gesundheitssystem spielt, ist eher dann auch eher eine untergeordnete Rolle. Es kann eher nur darauf verstärkend oder vermindernd wirken. Die Ursachen liegen eher in der Gesellschaft selber. Das ist sicherlich was, was auch aufgenommen wird beim Vortrag am Donnerstag 19 Uhr im Melanchthonianum. Vielleicht, und das wäre dann auch als Frage formuliert, ein Fakt, dass Gesundheit natürlich ein Geschäft ist, dass medizinische Praxis durchaus auch darauf hinweist, was sowieso Wesen des kapitalistischen Betriebs ist. Umsatz steigern, Mehrwert abschöpfen. Patienten sind auch schlicht und ergreifend Konsumenten, in dem Fall von medizinischen Waren. Inwieweit fallen denn solche Hinweise oder Stichworte auch am Donnerstag? Was ist der Fokus am Donnerstag bei dem Referat 19 Uhr? Also der Fokus wird auch auf das Gesundheitssystem fallen. Nicht so stark, weil es eben eher eine untergeordnete Rolle spielt. Allgemein wird es bei dem Vortrag darum gehen, was sind überhaupt Ungleichheiten in der Gesundheit, wie stellen sich diese dar, wie kann man sie grob erklären und was sind auch Interventionsansätze. Zur Rolle des Gesundheitssystems und einer möglichen Ökonomisierung muss man sagen, ja, das gibt es. Diese Ansätze sind seit den letzten 10, 20 Jahren insbesondere auch im Krankenhaus zu beobachten. Kollegen aus Hamburg haben beispielsweise eine sehr interessante Studie durchgeführt und haben geschaut, inwieweit die Einführung der Praxisgebühr, die es ja derzeit auch nicht mehr gibt, aber inwieweit die Praxisgebühr dazu geführt hat, dass sich Ungleichheiten in der Gesundheit vielleicht verstärkt haben. Und was sie festgestellt haben, ist, dass gerade sozial Benachteiligte mögliche Behandlungen aufgrund der Praxisgebühr verschoben haben in die Zukunft oder gar nicht wahrgenommen haben. Also kann man sagen, durch die Einführung der Praxisgebühr kam es mehr oder minder zu einer leichten Verstärkung sozialer Ungleichheiten in der Gesundheit. Nun gibt es in der Soziologie in den letzten, sagen wir mal, 20, vielleicht auch 30 Jahren immer wieder das Urteil, dass der Mensch zunehmend überfordert ist in der modernen Arbeitswelt, was vor allem damit zu tun hat, dass man permanent fordert, dass sich die Menschen selbst optimieren sollen. Das heißt zum Beispiel auch, dass sie sehr individualistisch sein sollen, so ein Zwang zur Differenz, dass zum Beispiel aber auch von den Menschen erwartet wird,
dass sie sich identifizieren mit ihrer Arbeit. Also wo der, sagen wir mal, der Bergmann vor einigen Jahrzehnten nicht unbedingt damit konfrontiert wurde, dass er fröhlich auch noch zur Zeche ging, ist das heute bei Servicepersonal und all den Dienstleistungsberufen möglicherweise ja was anderes. Die Lebensbereiche, die Trennung zwischen Arbeit und Freizeit wird aufgeweicht. Inwieweit ist denn dieser Appell zur Selbstoptimierung, das Ganze auch noch fröhlich zu machen, fröhlich zur Arbeit zu gehen, ein Nebenprodukt auch einer mangelhaften Gesundheit? Kann man sowas konstatieren? Gibt es solche Zusammenhänge? Also was wir sehen ist, das machen gerade auch die Kollegen aus Düsseldorf in einem Institut für medizinische Soziologie dort, die schauen gerade, wie sich die Arbeitsbedingungen auch auf die Gesundheit auswirken. Was wir hier eben sehen ist, dort wo die Anforderungen größer werden, wie Sie es auch eben beschrieben haben, höherer Zeitdruck, ein höherer Wettbewerbsdruck vielleicht auch gefühlt, dass wenn diesen Anforderungen wenig Kontrolle gegenübersteht und auch wenig Belohnung, also wenn man zu wenig Geld für zu viel Arbeit bekommt, führt das eben zu Stress. Und gerade bei sozial Benachteiligten, die jetzt nicht unbedingt die größten Arbeitsmarktchancen haben, weil Arbeitsplätze vielleicht auch limitiert sind, gerade die bleiben in diesen Jobs und bleiben dem Stress ausgesetzt. Und ja, man, gerade Studien eben auch aus dem skandinavischen Raum zeigen hier auch eben Folgen, ja, wie Herzkrankheiten etc. Also das ist ganz klar belegt. Ja. Sagt Timo Kolja-Fürtner, Dr. Timo Kolja-Fürtner, der am Donnerstag in Halle 19 Uhr Melanchthonianum referieren wird über die Frage, warum gesellschaftliche Verhältnisse krank machen. In dem Ankündigungstext wird auch darauf verwiesen, dass psychische Erkrankungen weiter zunehmen. Paradebeispiel da ja in der Regel die Depression. Da gibt es in den letzten Jahren auch viele Untersuchungen, die auch immer wieder herausstellen, dass Depression auch jene trifft, die so einen äußeren Zwang gar nicht mehr wahrnehmen, sondern verinnerlicht haben. Also dass sie sich selbst ausbeuten, dass Selbstzwang ganz groß geschrieben wird. Es gibt Autoren, zum Beispiel Christiane Morgenroth, die in der Depression, in der Erkrankung tatsächlich auch eine Zuflucht des Ich sieht. Also dass die Erkrankung umgewandelt wird in so eine Art Behauptung, poststrukturalistische Ansätze sagen sogar, es ist ein widerständiger Moment. Die Frage, die sich mir noch ein bisschen stellt, ist, ob man die gesellschaftlichen Bedingungen immer so klar als ja, Krankheitsverursacher hinstellen kann. Also fehlt da möglicherweise nicht noch so ein Moment der Vermittlung, der Frage, wie denn Gesellschaft im Subjekt wirkt, ist das immer eins zu eins tatsächlich klar zu benennen, schlechte Lebensbedingungen ist gleich schlechte Gesundheit. Was wäre noch ein Vermittlungsmoment, das vielleicht als Frage? Also ganz wichtig sind soziale Beziehungen. Ne? Also das soziale Netzwerk hat schon einen enormen Stellenwert in der Vermittlung von sozialer Lage, sozioökonomischen Status auf Gesundheit, emotionale Unterstützung sei hier zu nennen oder gerade auch materielle Unterstützung. Hat man jemanden, an dem man sich anlegen kann, wenn man beispielsweise den Arbeitsplatz verloren hat? Gibt es jemand, der vielleicht finanziell einem aushelfen kann, wenn man über einen längeren Zeitraum finanzielle Engpässe hat? Also es ist nicht immer so, dass Armut automatisch zur Gesundheit führt. Hier gibt es viele Bewältigungsressourcen und ein wichtiger ist eben auch klar, die soziale Unterstützung, das soziale Netzwerk. Of a new morning is heard in the breeze, with skies so white with fog and mist. I'm sensing someone here. No wonder why Jesus Christ sought solace in the dawn, 'cause there's beauty here and freedom here and fellowship with God. The feeling that I am near, I find only here. The feeling that I am near, I find only swing on.
of the old pine trees is a dance that they know. To the music of the early bird down at the orange grove. I wonder why there is life even when we are gone. 'Cause the morning songs where we belong were written for our ears. The feeling that I am near, I find only here. The feeling that I am near, I find only here. Now that we are all listening, now that we are all aware of it, let us sing, or hum along to the songs of the dawn. Unsere Bundeswehr steht vor einer Katastrophe. Bisher gab es stets einen sogenannten Parlamentsvorbehalt, was Einsätze der Bundeswehr betrifft. Ohne Zustimmung des Parlaments durften die Jungs und jetzt auch Mädels bisher nicht raus aus der Kaserne und rein ins Flugzeug. Schlimm genug, dass überhaupt jemals Auslandseinsätze der Bundeswehr abgenickt worden sind, aber jetzt kommt es richtig dick. Jetzt soll nämlich dieser Parlamentsvorbehalt faktisch abgeschafft werden. Das heißt, die Befehlsgewalt über unsere Soldaten ginge dann von unserem Parlament über an den amerikanischen Oberbefehlshaber der NATO. Und das ist im Moment US-General Philip Mark Breedlove. Eine Horrorvorstellung, zu der sich Albrecht Müller von den Nachdenkseiten äußert. Nachdenkseiten. Die kritische Website. Frau Merkel, lösen Sie sich aus dem Schlepptau der US-Kriegspolitik. Von Albrecht Müller. So die Aufforderung von Sarah Wagenknecht in der gestrigen Bundestagsdebatte zur Regierungserklärung der Bundeskanzlerin. Die Rede anzuschauen oder den Text zu lesen, lohnt sich. Wir leben in kritischen Zeiten. Säbelrasseln, Aufrüstung, Drohungen sind angesagt. Kriegerische Auseinandersetzungen selbst in Europa werden offensichtlich für möglich gehalten. Die gestrigen Feierlichkeiten in Polen standen im Zeichen der Konfrontation. In diesem Kontext laden wir für den 21.06. zum 23. Pleisweiler Gespräch mit Willi Wimmer ein. Im Anhang finden Sie einen Text des Vortragenden. Im ersten Text, Unser Land wird auf den Kopf gestellt, macht Willi Wimmer darauf aufmerksam, dass demnächst der Parlamentsvorbehalt zum Einsatz der Bundeswehr de facto hinfällig werden könnte. Und wenn dieser nicht mehr wirkt, dann wird die Bundesregierung die Befehls- und Kommandogewalt über die Bundeswehr an den amerikanischen NATO-Oberbefehlshaber verlieren, so Wimmer. Dann wird die deutsche Bundeskanzlerin nicht nur im Schlepptau, sondern ausgeschaltet sein. Schon jetzt tritt der amerikanische Präsident Obama so auf, als würde er über den Einsatz aller NATO-Mitglieder zu befinden haben. Was bei der laufenden Debatte um Ukraine und zur Auseinandersetzung mit Russland auffällt. Ein paar Hinweise für Ihre eigenen Beobachtungen. Erstens. Die Richtigkeit der Strategie Wandel durch Annäherung der frühen Sozialdemokraten Brandt und Bahr wird jeden Tag neu bestätigt. Nur umgekehrt. Je mehr die Konfrontation angefeuert wird, umso mehr wird der Wandel im Inneren erdrückt.
In Russland zum Beispiel werden die sogenannten Menschenrechte nicht erweitert, sondern eingeengt. In der Ukraine wird rücksichtslos gegen Aufständige vorgegangen. Bei uns findet der Generalbundesanwalt keinen Hebel, um uns alle vor Überwachung zu schützen. Zweitens. Auf allen Kanälen Propaganda. Sie entscheidet über die Politik. Wenn man sich dies zu Gemüte führt, dann kann man sich nur darüber wundern, dass ich mich dagegen wehren musste, diese unheimliche Gleichausrichtung vieler Medien Gleichschaltung zu nennen. Drittens. Offene Rechnungen werden beglichen. Bundespräsident Gauck, dessen Vater von den Sowjets schlecht behandelt wurde, fährt in die Ukraine zur Amtseinführung des dortigen Präsidenten. Das ist das Gegenteil von notwendiger Vertrauensbildung. Polen feiert und immer mit dem Unterton des Neuaufbaus der Konfrontation mit Russland. Viertens. Und Obama macht Außen- und Militärpolitik offenbar nur mit Rücksicht auf die innenpolitische Stabilisierung. Das ist einer der gefährlichsten Konstellationen, mit denen wir uns herumschlagen müssen. Krieg zur innenpolitischen Stabilisierung, Krieg, um Wahlen zu gewinnen, von Thatcher über Bush bis Obama. Anhang. Unser Land wird auf den Kopf gestellt, bis zum NATO-Einsatz auch im Inneren. Die öffentliche Erklärung war gewohnt salopp, dennoch präzise und blieb erwartungsgemäß folgenlos. Selbstverständlich habe man mit dem Krieg gegen die Bundesrepublik Jugoslawien das Völkerrecht gebrochen. Es war eine mutige Aussage, die aber weder im Inland noch in den benachbarten Niederlanden amtliches Handeln zur Folge hatte. Wie kann das auch sein, wurde doch Amtskollege Tony Blair nach dem ebenfalls völkerrechtswidrigen Krieg gegen den Irak mit Hunderttausenden von Toten auf ein EU-Silbertablett für eine Mission im krisengeschüttelten Nahen Osten gehoben. Das eine bedingt das andere, und so haben die Völker des Nordatlantikvertrages sich zu einer Verteidigungsgemeinschaft zusammengeschlossen, wie sie nur unter dem Dach der Vereinten Nationen nach 1945 möglich ist. Krieg sollte nicht mehr sein, es sei denn zur Verteidigung und nach strengen Regeln der UN. Dem entspricht auch die eigene deutsche Verfassung, und bis zum Soldatengesetz hinein sind die Regeln des Völkerrechts verbindlich. Das galt uneingeschränkt bis zur Änderung des strategischen Konzeptes der NATO im April 1999 in Washington. Die NATO wurde danach ausgreifend, die räumlich definierte Verteidigung wurde beiseite gefegt und der rechtliche Rahmen der Vereinten Nationen ausgehebelt. Was gilt denn nun für den Soldaten und was für die Bundeskanzlerin, wenn sie in die Verfassung die Gesetze unseres Landes und die vertraglichen Vereinbarungen im Zusammenhang mit der deutschen Wiedervereinigung blicken? Kommt es beim NATO-Gipfel im September 2014 noch dicker? Hat irgendjemand in Deutschland irgendetwas davon gehört, mit welchen Vorstellungen die Bundesregierung der neuen Koalition auf diesem Gipfel ein neues strategisches Konzept der NATO mitgestalten will? Musste via Ukraine und dem Anheizen der Lage in Europa nach dem verhängnisvollen Afghanistan-Einsatz auch der NATO und dem milliardenschweren Abzug aus diesem Land der NATO wieder ein Sinn verordnet werden, um die Rückkehr zum eigentlichen NATO-Vertrag auf die lange Bank zu schieben und die europäischen Staaten wie Deutschland als Stationierungsgebiet für Zehntausende amerikanischer Soldaten zur Verfügung zu haben? Für Einsätze, die dem Völkerrecht Hohn sprechen? Der Sommer könnte uns auch noch aus einem anderen Grund ein anderes Land bescheren, als wir es gewohnt sind, wir hier in Deutschland. Ohne jede angemessene Diskussion im Lande wurde auf die bisherige Form der allgemeinen Wehrpflicht verzichtet. Die Geschwindigkeit, mit der diese Form der Wehrverfassung beseitigt worden ist, lässt für ähnlich gelagerte Pfeiler unseres Staates vermuten, dass sie ebenfalls über Nacht eingerissen werden, und zwar aus Gründen, die niemand im Lande je gehört hat. Jetzt ist nach Koalitionsbeschluss der Parlamentsvorbehalt dran. Zeitgerecht zum NATO-Gipfel soll dieses lästige Hindernis für NATO-Einsätze beseitigt sein. Rückholrecht für den Deutschen Bundestag, wenn die NATO unsere Truppen bereits in Marsch gesetzt hat? Ein solcher Beschluss würde ein Parlament voraussetzen, das wir nicht haben. Eines ist gewiss, wenn der bisherige Parlamentsvorbehalt fällt, wird zum Zeitpunkt des Beschlusses die Regierung die Befehls- und Kommandogewalt über die Bundeswehr an den amerikanischen NATO-Oberbefehlshaber verlieren. Dann ist der bisherige Puffer mit dem Namen Parlament weg. Kommt dann der Einsatz der Bundeswehr im Inneren?
Es gibt seit Jahrzehnten ein Denken in der Armee, das auf diese Lage hinarbeitet. Wenn man schon im demokratischen Deutschland nicht in die Rolle der Armee im kaiserlichen Deutschland als zweite Säule des Staates zurückfinden kann, dann macht man es eben mit der NATO. Unser Land wird auf den Kopf gestellt. Da wir gerade bei den USA waren, hier habe ich noch einen für euch. Amerika hat nämlich gerade sein Stimmrecht bei der UNESCO verloren. Gemeinsam mit Israel. Die beiden weigern sich nämlich seit Jahren, ihre Mitgliedsbeiträge an die UNESCO zu zahlen. Als Strafe dafür, dass die UNESCO-Staaten vor 3 Jahren Palästina als Vollmitglied aufgenommen haben. Naja, und jetzt kommt die Quittung. Unseren Dank an Antikrieg.com. Die US-Außenpolitik musste jetzt einen neuen Misserfolg hinnehmen. Eine der hoch angesehenen internationalen Organisationen, die UNESCO, hat den USA während ihrer Sitzungen das Stimmrecht entzogen. Der formale Grund für diese Maßnahme war, dass die USA seit mehr als einem Jahr die Mitgliedsbeiträge an UNESCO nicht mehr zahlen. Auf diese Weise wollen die USA die Organisation dafür bestrafen, dass die UNESCO Palästina als offizielles selbstständiges Mitglied aufgenommen hat. Aber auch ohne diese formale Begründung glauben viele bekannte Personen aus Wissenschaft und Kultur, dass die UNESCO gegen die USA Sanktionen verhängen sollte. Und dabei geht es in erster Linie nicht, dass die USA weltweit Propaganda mittels ihrer Massen- und Popkultur betreiben und damit als der Hauptfeind von Kultur und von Bildung anzusehen sind. Vielmehr geht es darum, dass die USA seit Jahrzehnten die planmäßige Zerstörung von Objekten des Weltkulturerbes in der ganzen Welt betreiben. Und diese US-Politik hat eine sehr lange Tradition. Und was sehen wir heute? Durch US-amerikanische Bomben und Raketen wurden Denkmäler in Belgrad und in Jugoslawien zerstört. Die Museen von Bagdad und des Irak wurden ausgeraubt während der US-Okkupation. Und später sieht man dann diese aus dem Lande ausgeführten Kulturgüter und Ausstellungsstücke
bei weltbekannten Auktionshäusern wie Christie's. Eine derart planmäßige und in großem Umfang betriebene Zerstörung ist unmöglich zu bewerkstelligen ohne die ausdrückliche Bewilligung seitens des Pentagons und der Geheimdienste. Und auch in Kabul und in Afghanistan wurden Architekturdenkmäler von den USA zerbombt. Doch den massivsten Schaden erlitt das kulturelle Welterbe während des sogenannten Arabischen Frühlings, der von den USA maßgeblich inspiriert, organisiert und finanziert wurde. Bedeutende Ausstellungsstücke aus den ausgeraubten Museen in Kairo wurden, wie man es schon zuvor in Bagdad beobachten konnte, in Auktionshäusern im Westen meistbietend verkauft. Und die einzigartigen antiken Amphitheater und Kirchen Syriens werden heute von radikalen Extremisten in die Luft gejagt. Extremisten, die vom CIA und vom Pentagon dafür ausgebildet wurden. Für sie sind diese Denkmäler nichts anderes als ein Idol des Feindes. Und für die USA hat alles, was nicht ausgeführt und was nicht verkauft werden kann, keinen Wert und kann deshalb zerstört werden. Wenn man die US-amerikanische Nation betrachtet, dann sieht man, dass sie im Großen und Ganzen weder über eine nennenswerte Geschichte noch über Kultur verfügen. Und es ist kaum zu begreifen, dass sich während des etwas über 200 Jahre langen Bestehens des US-amerikanischen Staates nicht mehr Respekt und Verständnis für Hochkulturen entwickeln konnte. Doch man kann nur hoffen, dass aufgrund der Stimmenthebung in der UNESCO, wegen des Ausbleibens der Beitragszahlungen der USA, US-amerikanische Politiker zum Nachdenken gebracht worden sind, darüber, was sie tun und wie sie weiter leben sollen. Thank you.
Wir kommen jetzt zu unserem letzten Thema, nämlich zu einem Interview mit Christoph Hörstel zur Lage im Irak. Das Interview führte Sayed Sharokhny, das ist der Chefredakteur von Press TV in Teheran. Herr Hörstel, ich darf Sie ganz herzlich begrüßen zu diesem Interview. Beste Grüße nach Teheran, lieber Herr Sharokhny. Ja, vielen Dank. Herr Hörstel, die Lage im Irak ist eskaliert dramatisch. Kämpfer der Terrorgruppe ISIS stehen, wie Medien berichten, etwa 90 Kilometer von der Hauptstadt Bagdad. Iraks Ministerpräsident versucht, den Notstand auszurufen, scheiterte am Parlament. Dass eine Abstimmung wegen mangelnder Beteiligung verschob. US-Präsident Barack Obama kündigte unterdessen militärische Optionen, darunter auch mögliche Luftschläge an. Also wie Sie sehen, ist die Lage derzeit im Irak gar nicht so einfach. Deshalb würde ich gerne mal zunächst Ihre Kurzanalyse dazu hören. Ich bin nicht besonders froh über die Dinge, die im Irak passieren. Und ich fürchte auch den amerikanischen Präsidenten und seine Luftschläge. Ich will vielleicht damit zu anfangen. Diese Luftschläge haben in der Vergangenheit weltweit sehr viel ungute Dinge eingerührt. Und sehr häufig wurden auch die Falschen getroffen. Und auch wenn Obama also Drohnen schicken möchte, dann weiß man auch nicht genau, was dann passiert. Das macht die Sache sehr unwägbar. Besser kommt mir vor, dass regionale Freunde des Irak mithelfen, die Sache zu klären. Wenn der Iran hier helfen möchte, ist das wahrscheinlich auch deshalb eine gute Idee, weil die jetzigen radikal-islamischen Kämpfer, die so gut vordringen können im Irak offenbar, sich eindeutig auch gegen den Iran richten. Das darf man an der Stelle gar nicht vergessen. Wichtig ist auch, bei allem immer im Hinterkopf zu haben, wer betreibt denn dieses Ganze? Das betreiben einzelne arabische Staaten, die gerne sich mit radikal-islamischen Kämpfern verbünden, um ihre Ziele voranzutreiben, die aber selbstverständlich nie auf heimischem Boden passieren dürfen. Denn radikale Muslime lehnen selbstverständlich Monarchien ab, aber das sind gerade Monarchien, die solche Kämpfer entsenden. Sehr interessant, das sollte man betrachten. Der andere Punkt ist, dass hier ja auch ein Gegensatz verschärft wird zwischen Sunniten und Schiiten. Das ist ein altes westliches Spiel und es ist bedauerlich, wenn Muslime sich dafür hergeben. Und es ist noch bedauerlicher, wenn tatsächlich Muslime auch mit einer Minderheitenkonfession wie der Schia offenbar nicht ganz fertig werden, dass diese überhaupt existiert. Dabei ist es auch wichtig, dass man immer bedenkt, dass alle Muslime eigentlich zusammengehören in der Umma und auch zusammenarbeiten sollten und nicht sich gegenseitig abzuschlachten. Das kann nur Nicht-Muslimen nützen. Herr Hörstel, diese ISIS-Kämpfer sind ja militärisch gar keine überwältigende Macht, sondern eher so von begrenzter militärischer und personeller Kraft. Und da sehen wir zum Beispiel jetzt auch im Irak 15.000, schätzt man die Zahl dieser ISIS-Kämpfer, gegenüberstehen 300.000 Soldaten der irakischen Armee. Also, und nun stellt sich die Frage, das Vordringen liegt, wie manche meinen, darin, dass viele irakische Truppen einfach Uniform auszogen, die Gewehre weggeworfen und weggelaufen seien, wie mehr Medien berichten. Das heißt also, da löst sich teilweise, was die USA versuchen aufzubauen in der Besatzungszeit und kurz danach jetzt wirklich in der ersten schweren Belastungskrise auf. Also wie soll man hier angesichts dieser Tatsachen verfahren? Das ist eine ganz schwierige Frage.
Wir wissen ja, dass die USA, als sie noch im Irak große Besatzungsmacht waren, niemals die Stärkung des Irak im Sinne hatten. Das ist ja ganz klar. Mich wundert also nicht, dass hier die Armee sofort bei der ersten Belastung Auflösungserscheinungen zeigt. Es müssen also die Anstrengungen, wenn wir nach einer Lösung suchen, immer in zwei Richtungen gehen. Und eigentlich gibt es im Irak auch Menschen und Kräfte, die das gut verstehen. Der Irak kann als ganzes Land nur gewinnen, wenn sich Sunniten und Schiiten miteinander arrangieren. Das ist ganz, ganz wichtig. Eigentlich könnte das gelingen. Der zweite Punkt ist, nur wenn nun genau geguckt wird, wer in den Streitkräften wie reagiert und diejenigen, die sich als tapfer erweisen und die den ganzen Staat bestehend aus Sunniten und Schiiten, die sind ja auch gar nicht so unglaublich unterschiedlich in der Prozentzahl, ja, dass man dann hier diese Truppen besonders unterstützt und bei den anderen muss es auch Strafmaßnahmen geben. Wer in einem Notstand des Landes auf eigenem Boden noch dazu die Waffe wegläuft und möchte den Staat nicht schützen, was seine Pflicht wäre, muss natürlich vor ein Kriegsgericht. Das ist gar keine Frage. Und dass das Parlament nicht in genügender Zahl zusammentritt, wenn offenbar ein Notstand im Lande ist, ist eine weitere Unbotmäßigkeit, die nicht geduldet werden kann. Dann muss es eben Sanktionen und Strafmaßnahmen geben für Abgeordnete, die meinen, sie müssen lieber, ich hätte beinahe gesagt, ein Bierchen trinken gehen, also sie müssen lieber in Restaurants herumsitzen oder das Wochenende mit der Familie genießen, statt ihren Pflichten für ihr Land nachzukommen. Herr Hossel, manche Experten glauben, dass Ministerpräsident Maliki die Hauptschuld trägt und die führen dazu aus, 2009 und 2010 und auch 2011 hätte die Lage relativ gut ausgesehen. Das Gewaltniveau sei nach diesem schweren Bürgerkrieg vor allen Dingen 2006, 2007 deutlich herabgeführt und da hat Maliki statt das Land zusammenzuführen und zu versöhnen tatsächlich eher eine persönliche Machtpolitik gemacht und die Frage von konfessionellen und ethnischen Gruppen manipulativ eingesetzt, um seine persönliche Macht zu stärken. Das sind also Dinge, die an die Adresse des irakischen Ministerpräsidenten gerichtet sind. Was würden Sie dazu sagen? Oder teilen Sie diese Angaben und Äußerungen? Also, es ist ja vollkommen klar, dass in einer solchen Lage die politische Führung gar nicht unschuldig sein kann. Das kann jeder verstehen. Ich halte mich ein bisschen zurück mit sehr starker Kritik an der irakischen Führung, weil ich weiß, mit welch hunderttausendfachen Schwierigkeiten das behängt ist. Ich kann auch ganz offen gestanden nicht so ganz vergessen, dass die 5+1 Atomgespräche mit dem Iran jetzt in einer entscheidenden Phase sind. Und ich finde es nicht ungeheuer zufällig, um das vorsichtig zu formulieren, wenn in dieser Sekunde gerade anti-schiitische Kämpfer direkt in der Nachbarschaft des Iran bis an die iranische Grenze vordringen möchten. Das kommt mir nicht besonders überraschend vor. Mit anderen Worten, wir haben eine Situation, in der auch, wie soll man sagen, mit Sicherheit eine Schuld von Maliki oder auch von anderen Regierungsmitgliedern und den sie stützenden Kräften und so weiter gar nicht von der Hand gewiesen werden kann. Aber man muss auch hier einfach, wie wir sagen in Deutschland, die Kirche im Dorf lassen und muss sich klar darüber sein, unter welch ungeheuerlichen Schwierigkeiten da regiert wird. Ich habe mich immer gewundert, dass es so eine gewisse Laxheit gab, auch mit diesen ständigen Attentaten, die verübt worden sind. Und wie ungeheuer durcheinander die irakische Politik geblieben ist. Das ist bedauerlich, aber man kann nur sagen, das ist auch eine Hinterlassenschaft der sagenhaft korrupten und wirklich kein bisschen wichtigen Anstrengungen der Amerikaner. Herr Hossel, aber der Bundesregierung auch diesbezüglich vorgeworfen, dass mit ihren Waffenlieferungen
an Saudi-Arabien und Katar, die diese ISIS-Terrorgruppe unterstützen, zur Zuspitzung der Lage im Irak beigetragen hätte. Ich bin überzeugt, dass das so ist. Ich bin übrigens auch überzeugt, dass ohne die USA und deren grünes Licht das nicht passiert wäre. Deswegen glaube ich auch nicht so ganz an die Beteuerung von Herrn Obama. Er wollte da wirklich helfend eingreifen. Ich habe, wie gesagt, eher Befürchtungen, wenn man ihm das erlauben würde, was dann passiert. Die genannten Staaten, die Sie genannt haben, haben auf jeden Fall in der Vergangenheit gezeigt, dass sie teilweise sehr unkonstruktiv mit den iranischen Beziehungen oder mit dem Iran insgesamt umgehen. Saudi-Arabien hat sich besonders unrühmlich hervorgetan und hilft, die Bevölkerung in Bahrain zu unterdrücken gegen jedes internationale und nationale Recht. Das ist gar nicht erlaubt. Nicht mal nach saudischem Recht ist es erlaubt, dass die einmarschieren und unterdrücken in anderen Ländern einfach die Menschen. Und diese Art Dinge, im Koran steht das schon gar nicht. Also diese Art Dinge sind alle höchst alarmierend und da sehe ich deshalb auch die Hauptschuld. Nicht bei Herrn Maliki, der trägt sein Maß an Schuld, keine Frage, aber hauptsächlich eben im Ausland. Und alle Iraker sind eigentlich gemeinsam Opfer dieser Lage und sind es immer gewesen und der Westen hat keine positive Rolle gespielt. Herr Hossel, mit welchem Szenario rechnen Sie jetzt für die nächsten Tage oder sogar für die nächsten Stunden? Nach meiner Kalkulation werden diese ISIS-Kämpfer noch weiter vordringen können. Und das wird genau so lange gehen, bis die Gegenkräfte sich zusammengerauft haben, ihre Kräfte sammeln und sagen, jetzt machen wir damit Schluss. Und man kann nur hoffen, dass das in den nächsten Wochen so aussieht, dass man diese Dinge in den Griff bekommt und dass man auch ganz klar auf die Vernichtung dieser Kämpfer hinarbeitet und nicht die Sache irgendwie toleriert. Wenn man hier nicht scharf zuschlägt, dann lädt man Tod, Chaos und wirklich das Verderben der Nation Irak ein. Und das darf darum, dass Sunniten und Schiiten daran gemeinsam arbeiten, dass sie ihr gemeinsames Interesse an der Rettung der irakischen Nation erkennen. Das wäre grundlegend. Vielen Dank, Herr Hossel, für diese Einschätzung. Alles Gute nach Teheran, lieber Herr Schauten. So, das war's auch schon wieder. Wir sind durch mit unserer Sendung. Mir hat Spaß gemacht. Euch hoffentlich auch. Wir hören uns wieder in 2 Wochen am Donnerstag um dieselbe Zeit. Und jetzt gibt's noch ein bisschen Musik. Macht's gut. Tschüss, bis dahin. My friends, yeah, they're so
emotional.